بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أكرم الأكرمين. أما بعد، wir sind immer noch mit dem Buch العربية بين يديك الوحدة الخامسة الطعام والشراب الدرس الأربعون Unterricht oder Lektion 40 والحمد لله. نحن الآن مع تدريب الأول. Bevor wir anfangen, hatten wir letztens, oder gestern besser gesagt, eine Frage, und zwar sagen wir alle Sifaf oder Fizifaf. Und alle benutzt man eigentlich, wenn etwas über etwas anderem ist. Und deswegen, man sagt zum Beispiel, Ejlisu ala al-Kursi, ich sitze auf dem Stuhl. Aber Sifaf ist ein Ort, die Hochzeit ist ein Ort, und deswegen sagen wir Fizifaf. Also da gibt es dann Unterschiede zwischen Deutschland oder die deutsche Sprache und die arabische Sprache. التدريب الأول اكتب الرقم oder رقم واحد على الطعام ورقم اثنان على الشراب. Wir werden das ein bisschen umändern und wir sagen einfach zum Beispiel, المثال الأول, سمك. سمك ist ein Essen, Fisch. Deswegen sagen wir, ich kann leider nicht auf Arabisch schreiben, deswegen schreibe ich das auf Lateinisch jetzt. As-sam-as-sam-ku ta-a-mun. Und wenn es dann was anderes ist, also zum Beispiel so, natürlich mit L, sharabun, sharabun. So, ich mache das jetzt mal ganz schnell. Das bedeutet as-sam-ku. طعامٌ أخونا شهريا التمر هل التمر شراب؟ Sharabun ist Getränk oder? نعم getränk. Okay. Tamaru ta'amun. نعم التمر طعامٌ. التمر ta'amun. Okay. Bruder Anis, glaube ich, oder? Nein. Okay. هل الماء شراب؟ نعم الماء شراب. أحسنت. هنا شهرية دجاج. هل الدجاج طعام؟ نعم الدجاج طعام. تمام. هل اللحم شراب؟ أخونا لا أنيس. نعم. لا اللحم طعام. أحسنت. الشاي، هل الشاي طعام؟ لا الشاي شراب. أوكي، ein bisschen verlängern. الشاي، also الشاي شراب. الشاي sagt man Aschayu oder Aschai? Weil das ja Mubtada ist, sagen wir Aschayu. Okay. Aschayu Sharabun. Excellent. Hier kann man durcheinander kommen zwischen Shai und Shai. Eigentlich gibt es einen großen Unterschied, weil bei Shai die Sache, das ist Shin, Ya und dann Hamza drauf. Die Sache. Aber weil man, wenn man es nicht verlängert und am Ende das undeutlich ist mit dem Hamza, kann man durcheinander kommen und verstehen eine Sache. Ah, okay. Also, Aschayu Sharab. Achsant, ja. طيب, أخونا أنيس, السلطة. هل السلطة شراب؟ لا, السلطة طعامة. Hier glaube ich Ta'amun, weil Ta'amun ist ein Wort. Das ist keine Ziffer. Ah, Affe. As-salatatu Ta'amun. طيب, أخونا شهريا, هل الحليب Ta'amun? حليب. الحليب شراب. الحليب أم الحليب؟
يعني الحليب شراب. أحسنت. الأرز، هل الأرز طعام؟ نعم، الأرز طعام. أحسنت. Natürlich, wie ihr bemerkt habt, ich habe jetzt nicht korrigiert bei Aruz, als er gesagt, anstatt zu sagen Aruzzo, weil es eigentlich verständlich ist oder weil er gestoppt hat eben. طيب, الخبزو, هل الخبزو طعام؟ نعم، الخبز طعام. نعم. القهوة، هل القهوة شراب؟ نعم، القهوة شراب. أحسنت. الفاكهة، هل الفاكهة شراب؟ لا، الفاكهة طعام. أحسنت. نذهب إلى الأسفل الآن. Da müssen wir ein bisschen kleiner machen, نصغر قليلا. Ist immer noch deutlich? Okay. Ja, kann man sehen. الصورة واضحة. Das Bild ist deutlich. الصورة واضحة. التدريب الثاني. صل بين الكلمتين المتضادين. متضاد. Wer kann mir sagen, was متضاد heißt? Okay. Heißt das wie sowas wie Gegensatz oder? Genau. Mutterdort, das Gegenteil. Was Gegensatz ist. Von diesem Wort kommt auch erdritt. Das Gegenteil erdritt. Man sagt zum Beispiel eine Regel: يُعْرَفُ الشَّيْءُ بِضِدِّهِ. يُعْرَفُ الشَّيْءُ, nicht الشَّيْءُ, الشَّيْءُ, die Sache, بِضِدِّهِ. Man kennt die Sache von ihrem Gegenteil. طيب الأول نحيف. أخونا أنيس, ما عكس أو الضد من نحيف؟ العكس من نحيف سمين. نعم, سمين. نحيف دن وسمين دك. أخونا شهريا, قليل, ما ضد قليل؟ قليل مع كثير. أحسنت. قليل wenig وكثير viel. طيب ثلاثة, ينام, ما عكس أو ما ضد ينام؟ المض ينام يستيقظ. نعم, أحسنت. ضد ينام يستيقظ. ينام schlafen ويستيقظ aufstehen. أربعة, ما ضد نعم؟ نعم مع لا. أحسنت. نعم ضده لا. Also ja und nein. أي أسئلة؟ Irgendwelche Fragen? Ich habe eine Frage zu einem Bild, also auf der Vorseite. Okay. Also da gibt es ja bei den Lebensmitteln oben Lachm, aber da oben ist so Fisch. Also meint man mit Fisch auch dann Fleisch oder? Ehrlich gesagt, das ist, was ich auch komisch fand, aber ich glaube, das kleine Bild daneben oder das, was da unter dem Fisch ist, da ist auch Fleisch drauf. Okay, es ist so Fisch und Fleisch sozusagen. Ja, genau. Die lieben diesen ganzen Mix. Ah, okay. Okay. Das ist doch halt. Oh, ja, komm. طيب. الآن مفردات إضافية. Hinzufügende Wörter. Al-Ardu, unzur, wastami' wa'a'id. Letztens hatten wir Al-Awwal. Heute lernen wir Al-Ula. Der Unterschied ist Awwal, Muzakkar. Al-Rajulu, huwa Al-Awwal. Der Mann ist der Erste. Al-Imra'atu, hiya Al-Ula, ist die Erste. Dann Awwal für Muzakkar, männlich. Wa Ula, Muannas, weiblich. Und alle anderen bekommen dann ein Ta und Ta'anis. Also das Ta oder Ta Marbuta. Tut mir leid. Ta al-Marbuta. Wie zum Beispiel Thaniya, die zweite. Thalitha, die dritte. Al-Rabi'a, die vierte. Al-Khamisa, die fünfte.
Und dann immer so weiter. As-sadisa. Von sadis, sadisa. As-sabi'a. As-samina. Al-tasi'a. Al-ashira. Und so weiter. نذهب إلى التدريب الأول رتب الأعداد في gewöhnlich machen wir nicht رتب sondern wir sagen einfach die Übersetzung أخونا أنيس الثانية ما معنى الثانية الثانية بالمعنى der zweite die zweite die zweite أحسنت نعم أخونا شهرية الرابعة ما معنى الرابعة؟ الرابعة معناها دي فيتا أحسنت الأولى دي أست أحسنت الخامسة الخامسة معناها دي فنفتا نعم أحسنت الثالثة دي دريتا نعم أحسن ننزل إلى الأسفل التدريب الثاني صل بين العدد وترتيبه لدينا عدد واحد اثنين ثلاثة أربعة ولدينا ترتيب الأولى الثانية الثالثة أتفهمون؟ Versteht ihr? Nein. Achuna Shahria, tafham? Sania, die zweite. Nee. Was ich gesagt habe, hast du das verstanden? Nee. Okay. Ich habe gesagt, ladeina a'dad. Was heißt das? Na, das heißt Nummer, oder? Genau. Also wir haben Nummern und dann habe ich Beispiele gegeben. Wahid, Ethnain, Thalatha, Arba. Waladeina Tartib. Ula, Thania, Thalitha. Hast du, weißt du, was das gemeint ist? Ladeina Tartib? Das Wort Tartib hatten wir gerade auch, oder? In der vorletzten genau, Übung. Ja. Auch hier bei der Übung, Tertib heißt Reihenfolge. Ah, okay, das ist ja Reihenfolge. Also wir haben Zahl und wir haben Reihenfolge. Und die Reihenfolge ist Ula, Thania, Thalitha, Ila, Akhirihi und so weiter. Okay. Nahnu huna, Nasil, verbinden, Beine Al-Adad wa Al-Tertib. Fahimta? Hast du verstanden? Sag mal nochmal, also okay. Die Aufgabe, also Nahnu nasil verbinden bain al-adad wa al-tartib. So, also man muss zwischen der Nummer und dem Tartib verbinden und der Reihenfolge, oder? Genau, also man muss zwischen der Zahl und der Reihenfolge, die erste und so weiter, die zweite und so weiter, verbinden. Ah, okay. Und damit wir uns das merken, fahimta heißt, hast du verstanden. Ist für die Frage, oder hell fahimta, ja. Das geht auch. Und fahima, verstehen. Fahimta, du verstehst. Und hell fahimta, hast du verstanden. وإياكم طيب الآن نصل الثانية أخونا أنيس الثانية نصلها بأي عدد الثانية بالعدد اثنين نعم نصل بفبنتم اشخيب تسمع نصل العدد Oder Nassil Thania Bil Adat Ethnain.
Nasil, wir verbinden Athania, das, also Athania, das Wort an sich, Bil-Adad mit der Zahl Ethnain, zwei. Achuna Shahria, Nasil Al-Rabi'a, bi-ayi Adad? Nasil Al-Rabi'a Bil-Adad Arba'a. أحسنت نعم نصل الأولى بأي عدد هنا أنس نعم نصل الأولى بالعدد واحد أحسنت نعم الخامسة نصلها بأي عدد نصل الخامسة بالعدد خمسة أحسنت نعم الثالثة نصلها بأي عدد نصل الثالثة بالعدد الثالث لا ليس صحيحا ليس الثالث وإنما إنما ثلاثة عفوا نعم أحسنت إنما heißt sondern also wir verbinden nicht mit ثالث sondern mit drei okay الآن التدريب الثالث صل بين العددين eigentlich eine ganz einfache Frage also verbinde zwischen den Zahlen und hier hat man eben الثاني und الثانية طيب أنا أعطي مثالا أنا أعطي ich gebe مثالا ein Beispiel الثاني مذكر الثانية مؤنث الآن الخامس أخونا شهريا الخامس نصيبها بأي عدد؟ الخامس مع الخامسة أحسنت الخامس مذكر؟ هذا مذكر مذكر اسم مندش ولا؟ نعم مذكر مندش نعم نعم الخامس والخامسة مؤخر. الخامسة مؤخر مؤنث مؤنث ثا أم أندر أزو ألف باتا ثا من ثلاثة بونك زاك من ما تشوفون مؤنث است أم أندر من أم ثا أزو من كنو طيب الأول نصلها مع أي عدد؟ الأول نصل بالعدد الأولى. نعم. الأول مؤنث؟ لا، الأول هو مذكر. أحسنت. والأولى؟ والأولى هي مؤنث. نعم، أحسنت. الكلمة مؤنث. الرابع نصلها مع أي عدد؟ الرابع مع الرابع مع الرابع الرابع نعم أحسن والرابعة مؤنثة؟ الرابعة مؤنث نعم نعم والرابع؟ الرابع مذكر 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 أحسنت الثالث نصلها بأي عدد؟ الثالث نصل بالعدد الثانية عفوا فإنما الثالثة نعم الثالث
Ich muss auch meine Frage korrigieren, weil ich gesagt habe, al-thalithu nasilu, oder ja, al-thalithu nasiluha. Okay, al-kalima. Al-thalith nasiluha bi al-thalitha. Hal al-thalitha muzakkar? La, al-thalitha hiya mu'annas. Naam, wa al-thalith? Wa al-thalithu huwa muzakkar. Achsen. Okay, dann sind wir inshallah hier fertig. Hat jemand irgendwie Fragen? Was bedeutet nochmal Muachar? Ich habe das aus Versehen gesagt. Also Muachar heißt, Muachar ist hinten zum Beispiel. Oder spät. Also Mutaakhir. Okay. Ebenso für die, also ich habe auch Angst immer, weil auf YouTube zum Beispiel hört man öfters immer, also die Leute gucken zum Beispiel, damit man eben schlechten Kommentar geben kann oder so. Und dann sagen die, Herr al-Thalith, wie kannst du jetzt Herr sagen zum Beispiel? Ist doch jetzt Muzakkar. Dieses mit dem Dhamair, mit dem Pronomen, das kann man ein bisschen daran spielen. Weil dieses Herr kann zum Beispiel zum Wort gehen, also zum Arabischen dann Al-Kalima, was Muannath ist. Oder man kann es zum Beispiel Man könnte eigentlich zu anderen auch Wörtern hinzufügen, was eigentlich Muzakkar ist. Und deswegen gibt es kein Problem, wenn man Herr oder Hu sagt. Also ma ma'nahu oder ma ma'naha. Da könnte man ein bisschen spielen. Wallahu a'lam. Dann bleiben wir hier stehen. Rabbana afina wa'fu anna wa'hfazna bi asrari.